Sie ist eine der größten privaten Ausbildungsstätten für Logistikmitarbeiter am Bayerischen Untermain, die Akademie für Verkehr und Technik, kurz AVT. In über 80 Seminaren werden jährlich mehr als 2000 Menschen ausgebildet. Grund genug für eine chinesische Expertendelegation, sich die Akademie einmal genauer anzuschauen und sich dabei über das deutsche Bildungssystem zu informieren. Geschäftsführer Markus Fehn erklärt, wie der Kontakt ins Reich der Mitte entstanden ist. Ja, der Kontakt ist sehr kurzfristig zustande gekommen über CFC Asia. Das ist ein Unternehmen in Berlin, welches sich hauptsächlich mit der Durchführung von Bildungsreisen für chinesische Reisegruppen und Delegationen spezialisiert hat. Nach einer Präsentation von Markus Fehn haben die Gesprächspartner auch gleich Nägel mit Köpfen gemacht und eine zukünftige Zusammenarbeit beschlossen. Ja, es ist geplant, eine Kooperation mit der Region Jiaying einzugehen. Und gerade in der Bildung, im logistischen Bereich, um Lehrkräfteaustausch zu pflegen und auch den Wissenstransfer durchzuführen. Die Gäste sind seit gestern Abend in Deutschland und haben schon mal einen positiven ersten Eindruck bekommen. Ja, irgendwie gefällt mir sehr gut. Das gibt uns sehr gut angeduckt. Das ist umweltschön und diese deutschen Leute sehr freundlich für uns. Während der zweiwöchigen Reise bilden sich die chinesischen Besucher aber nicht nur weiter, sondern können auch unsere schöne Region weiterhin erkunden.